Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Businessfragen kompetent und verständlich beantwortet. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Abschreibung. Und zwar im Konkreten mit der linearen Abschreibung. Schauen wir uns hierzu ein konkretes Beispiel an. Starten wir mit dem Beispiel 1. Eine Maschine wird am Beginn eines Geschäftsjahres mit Anschaffungskosten von €50.000 gekauft und über 5 Jahre abgeschrieben. Was bedeutet zuerst einmal Abschreibung? Die Abschreibung bedeutet nichts anderes wie die Wertminderung eines Gutes bzw. einer Maschine, eines Kfz oder ähnlichen Dingen. Und die Basis für diese Abschreibung ist immer der Anschaffungspreis, also sprich die Anschaffungskosten. Der Anschaffungspreis stimmt jetzt nicht unbedingt, weil hier Kosten eventuell, welche zur Inbetriebnahme noch zusätzlich anfallen, auch mit berücksichtigt werden dürfen. Oder auf der anderen Seite, wenn etwas selbst hergestellt wird, die Herstellungskosten. Und dementsprechend brauchen wir zuerst eben einmal einige Dinge bzw. Werte, die wir identifizieren müssen. Und das sind einerseits hier jetzt einmal die Anschaffungskosten. Die Anschaffungskosten haben wir hier bereits gelesen. Die Anschaffungskosten sind 50.000 Euro. Restwert haben wir in diesem Fall keinen, weil den Restwert brauchen wir im Prinzip nur bei der kalkulatorischen Abschreibung. Starten wir jetzt einmal mit der Abschreibung ohne Restwert. Also in diesem Beispiel haben wir keinen Restwert. Dementsprechend haben wir einen Restwert von 0 im Beispiel 1 und wir haben eine Nutzungsdauer. Also die Nutzungsdauer besagt, wie lange eine Maschine oder ein Gut in dem Unternehmen jeweils genutzt wird. Und in diesem konkreten Fall haben wir eine Nutzungsdauer von 5 Jahren. Alternativ könnten in Beispielen auch Prozente angegeben sein, also beispielsweise 20%. Wenn wir hier bei diesem Beispiel schauen, so wäre der Prozentsatz einfach die 100% dividiert durch die Nutzungsdauer und daraus ergibt sich dann ein Prozentsatz von 20%, der regelmäßig abzuschreiben ist. Und als letztes müssen wir jetzt den Abschreibungsbetrag ausrechnen. Und den Abschreibungsbetrag errechnen wir, indem wir die Anschaffungskosten durch die Nutzungsdauer dividieren bei der linearen Abschreibung. Warum das? Weil die lineare Abschreibung bedeutet, dass wir jedes Jahr immer denselben Betrag abschreiben. Und das Jahr für Jahr, so lange wie das oder wie die Maschine oder das Gut im jeweiligen Unternehmen vorhanden ist bzw. genutzt wird. Und in diesem konkreten Fall hätten wir einfach jetzt die Anschaffungskosten von 50.000 dividiert durch die Nutzungsdauer, also dividiert durch 5.000. Das heißt, es ergibt sich für uns ein Abschreibungsbetrag von 10.000. Und wenn Sie jetzt alternativ rechnen würden, 20% mal 50.000, dann kommen Sie ebenfalls auf diesen Abschreibungsbetrag von 10.000. Dann können wir hier so einen sogenannten Abschreibungsplan aufstellen. Und in diesem Abschreibungsplan nehmen wir im Prinzip immer 4 Zeilen oder 4 Spalten her. Einerseits mal Jahre, also in welchem Jahr befinden wir uns. Der Buchwert am Jahresanfang, also Buchwert ist jener Wert, mit dem ein Gut in der Bilanz steht. Also hier in diesem konkreten Fall, die Maschine steht mit 50.000 Euro im Anlagevermögen nach dem Kauf, weil die Maschine eben mit diesen Anschaffungskosten in der Bilanz aktiviert wird. Und dementsprechend können wir hier eben diese 50.000 Euro mal reinschreiben. Dann haben wir am 31.12. die Abschlussbuchungen zu machen und dementsprechend müssen wir hier, den Abschreibungsbetrag haben wir ja schon ausgerechnet, der Abschreibungsbetrag ist 10.000, dementsprechend haben wir hier dann den Abschreibungsbetrag von 10.000.
Und wenn wir dann nach der Abschreibung, also den Buchwert für das Jahresende haben möchten, dann müssen wir einfach den Anfang, also den Buchwert am Jahresanfang minus die Abschreibung rechnen. Und so kommen wir dann am 31.12. auf den Buchwert von 40.000 Euro. Und wenn wir hier an die Buchführung bzw. die Bilanzierung denken, so wissen wir, dass die Schlussbilanz vom 31.12. gleichzeitig die Anfangsbilanz des nächsten Jahres ist, weshalb wir hier dann diese Maschine wieder mit 40.000 sozusagen auf dem Maschinenkonto einbuchen. Dann haben wir wieder einen Abschreibungsbetrag von 10.000 und daraus ergibt sich dann wieder 40 minus 10.000 ein Restbuchwert von 30.000. Diese 30.000 werden dann am Anfang des darauffolgenden Jahres wieder eingebucht. Am Jahresende haben wir im Rahmen der Abschlussbuchungen wieder die 10.000 Euro, welche abgeschrieben werden, und einen Buchwert von 20.000. Dieser wird im Jahr 4 wieder eingebucht, Abschreibung wiederum von 10.000 und Buchwert von 10.000. Und dann wieder im fünften und letzten Jahr die 10.000 einbuchen, 10.000 abschreiben im Rahmen der Abschlussarbeiten und dann ergibt sich ein Buchwert von 0. Das bedeutet, nach diesen 5 Jahren ist in der Bilanz dieses oder diese Maschine, beziehungsweise wenn es sich um andere Güter handelt, dieses Gut nicht mehr vorhanden und dementsprechend ausgebucht. Etwas anders sieht es aus, wenn wir jetzt nach den 5 Jahren beschließen, dass wir die Maschine noch nicht entfernen sozusagen, sondern diese Maschine im Betrieb halten möchten oder weiter nutzen möchten. Dann erfolgt im letzten Jahr nicht die Abschreibung von 10.000 Euro, sondern dann schreiben wir lediglich im letzten Jahr 9.999 Euro ab und wir behalten den sogenannten Erinnerungseuro in der Bilanz. Und dieser Erinnerungseuro besagt nichts anderes, wie dass die Maschine noch im Unternehmen ist. Und wenn wir uns dann jetzt anschauen, jetzt stellen wir es wieder zurück, und gehen davon aus, dass die Maschine ausgebucht wird, dann haben wir dementsprechend hier, wenn wir summieren, sehen wir genau einen Abschreibungsbetrag in Höhe der Anschaffungskosten. Und daraus ergibt sich dann eben hier genau die Null. Ja, so viel einmal zu diesem ersten Beispiel. Sehen wir uns dann jetzt das zweite Beispiel an. Das zweite Beispiel ist im Prinzip ganz dasselbe Beispiel, nur dass wir jetzt einen Restwert haben in Höhe von 5.000 Euro. Das bedeutet, wenn wir nach den 5 Jahren diese Maschine verkaufen würden, würden wir dementsprechend beispielsweise noch 5.000 Euro bekommen. Und im Rahmen der kalkulatorischen Abschreibung wird eben dieser Restwert mit berücksichtigt. Schauen wir uns das Ganze an. Das heißt, wir haben hier wieder Anschaffungskosten von 50.000, aber jetzt haben wir eben im Unterschied 5.000 Euro. Nutzungsdauer ist wiederum 5 Jahre und 100% oder 100%, also 100 dividiert durch 5 Jahre ergibt dann einen Abschreibungssatz von 20%. Und hier kommen wir eben jetzt zum Unterschied. Hier müssen wir für die Berechnung des Abschreibungsbetrages den Restwert mit berücksichtigen. Das heißt, wir rechnen hier zuerst einmal die 50.000 abzüglich des Restwertes. Das heißt, wir rechnen hier jetzt einmal diese 5.000 Euro weg von den 50.000 Euro und dividieren dann erst diese Summe oder durch die Nutzungsdauer, also sprich durch die 5 Jahre. Und daraus ergibt sich dann hier jetzt ein Abschreibungsbetrag von 9.000 Euro. Und wenn wir das Ganze jetzt wieder eintragen, so haben wir hier wieder diese Anschaffungskosten am Anfang des ersten Jahres mit 50.000, Abschreibungsbetrag 9.000, ergibt dann 41.000. Diese 41.000 werden wieder in das nächste Jahr mitgenommen, dann haben wir 9.000, daraus ergibt sich dann 32.000, 32.000 abzüglich 9.000 Abschreibung ergibt dann einen Buchwert von 23.000. Diese 23.000 werden im darauffolgenden Jahr wieder eingebucht.
am Ende des Jahres im Rahmen der Abschlussarbeiten wieder mit 9000 abgeschrieben. Da habe ich einen Tippfehler. Das sind natürlich 9000. Und diese 9000 ergibt 14000. Diese werden dann im fünften Jahr am Anfang des Jahres wieder eingebucht. 9000 abgeschrieben am Jahresende und daraus, ja, wieder 0 zu viel. Und daraus haben wir dann eben einen Restwert von 5000. Und erst wenn diese Maschine verkauft wird sozusagen, dann wird dieser Restwert letztendlich auch ausgebucht. Und wenn wir hier dann jetzt die Summe sehen, dann haben wir hier genau diesen Abschreibungsbetrag von 45.000, welcher eben gleichzusetzen ist wie hier eben Anschaffungskosten abzüglich des Restwertes. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Videos angelangt. Wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch, beziehungsweise über ein Abo unseres YouTube-Kanals Businessfragen.